Auf der einen Seite wünschen sich so viele Menschen Glück und Erfolg. Auf der anderen Seite fehlt genau ein Leitfaden für mehr Glück und Erfolg in den Lehrplänen der Schulen, in den Lehrplänen der Universitäten. Und um diese Lücke zu schließen, habe ich dir heute dieses Video mitgebracht. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group und anderer Unternehmen, sondern auch Coach und Berater und habe viele Berufe, viele Instrumente in meinem Leben, viele Sportarten in meinem Leben ausprobiert. Und dabei habe ich diese Methode entdeckt, die ich dir heute vorstellen darf. Glücklicherweise forschen immer mehr Menschen an der Funktionsweise des Gehirns und am Thema Glück. Gerald Hüther, Professor Dr. Manfred Spitzer und viele andere publizieren regelmäßig ihre Forschungsergebnisse. Das Problem ist, dass solche Modelle allerdings noch nicht in das Schulwissen Einzug gehalten haben. Und deshalb habe ich dir diese Grafik mitgebracht. Du siehst hier auf der Grafik einerseits auf der Y-Achse die Kompetenzen, auf der X-Achse Anforderungen und in der Mitte den Glücks- und Erfolgskanal. Wenn also ein Mensch immer mehr lernt, also nach der Vorschule, Grundschule, Oberschule, Berufsschule und Studienabschluss, dann hat dieser Mensch zwar viel gelernt, aber es heißt nicht, dass er auch erfolgreich ist und dass er glücklich ist. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir einen überqualifizierten Menschen in irgendeiner Nischenfunktion eines Unternehmens, einer Behörde haben und diese Person sich langweilt, vielleicht sogar zu Tode langweilt und ähnliche Stresssymptome zeigt wie im Burnout. Nur ist das hier das sogenannte Bore-out. Schauen wir uns nun eine zweite Biografie eines Menschen an. Diese Person kriegt immer mehr Aufgaben, immer mehr Projekte, immer mehr Zuständigkeiten. Das heißt, die Anforderung wächst immer mehr. Allerdings nimmt diese zweite Person auf der Y-Achse an Kompetenzen nicht zu. Sie entwickelt sich nicht weiter. Sie besucht keine Trainings, keine Coaching, keine Weiterbildung. Die Persönlichkeit bleibt stehen. Neue Soft Skills werden nicht erworben. Und das kann dann schließlich in dieser Überforderungsphase dazu führen, dass diese Person im Burnout landet, also überfordert ist und das gesamte Stresssystem so überlastet ist, dass es zusammenbricht. Welche Erkenntnis können wir nun daraus gewinnen? Nun, wir können erstens feststellen, nicht das eine oder das andere alleine macht glücklich und erfolgreich. Wenn du dich nur überforderst, 15 Unternehmen gründest, 20 Führungspositionen machst, aber du hast nicht die entsprechenden Kompetenzen, dann ist es unwahrscheinlich, dass du dauerhaft glücklich und erfolgreich wirst. Und auf der anderen Seite, wenn du nur lernst, immer nur Bücher und Trainings und Seminare und Coaching besuchst und dich ständig weiterentwickelst, das fünfte Studienabschluss und hier noch ein Master und da noch ein Diplom, dann hast du zwar viel Wissen aufgebaut, aber wenn deine Anforderung nicht auch mitwächst, das heißt, wenn dein Geben, der Dienst in die Gesellschaft, die Gestaltung deines Umfelds nicht auch mitwächst, dann wirst du auch sehr unwahrscheinlich glücklich und erfolgreich. Was ist also für dich der nächste Schritt? Der erste Schritt ist herauszufinden, wo stehst du gerade? Hast du genügend Kompetenzen? Dann brauchst du mehr Anforderungen. Hast du aber genügend Anforderungen und fühlst dich leicht überfordert, dann ist für dich der nächste Schritt, mehr Kompetenzen zu erwerben. Und aus dieser Erkenntnis heraus kannst du ein Prinzip ableiten, eine Regel, die besagt, dass deine Aufgabe es ist, für deine zukünftige Lebensplanung immer für ein Gleichgewicht zwischen Anforderung und Kompetenz zu sorgen. Das bedeutet, du bist dann hier in der Mitte dieses sogenannten Flow-Funnels. Wenn du also zunächst die Korrektur herbeigeführt hast, das heißt, du bist aus der Überforderung in eine angenehme Anforderungssituation gekommen, die deinen Kompetenzen entspricht, dann ist der nächste Schritt, wenn du das möchtest, wenn du mehr Glück und Erfolg haben willst, dir auch einen Zielplan zu machen, der darauf achtet, dass du immer in der Mitte dieser beiden Grenzen auch liegst. Sicherlich wird das niemals 100% perfekt genau gelingen, dass deine Kompetenzen immer den gerade vorhandenen Anforderungen entsprechen. Aber versuch immer wieder eine Planung zu machen und diese Planung zu korrigieren und nachzusteuern. Am besten gelingt das dir im Rahmen eines Coaching-Verhältnisses. Jetzt haben Lernforscher festgestellt, dass Glück immer dann gegeben wird, wenn du einen nächsten neuen wichtigen Schritt erlernt hast. Glück ist also eine Lernhilfe, ein Lernbelohnungssystem, was du hast. Und mit diesem Flow-Funnel stellst du sicher, dass du stetig dich weiterentwickelst, Schritt für Schritt, aber dass du dabei nicht überfordert bist und dass du dabei nicht unterfordert bist. Auf der anderen Seite, wenn du stetig im Glück dich weiterentwickelst und deine Anforderungen steigen, das heißt, du hast mehr Kompetenzen erworben, du kannst auch mehr leisten, mehr Nutzen bieten, du hast mehr Verantwortung, dann hast du auch sehr wahrscheinlich mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Erfolg. Schauen wir uns so einen Flow-Funnel mal im Zeitraffer-Modus an. Wenn jemand also durch die Schule geht,
die ersten beruflichen Erfahrungen sammelt, vielleicht als Azubi startet, dann als Geselle, als Meister oder studiert, dann wird er irgendwann arbeiten, unter Anleitung, dann vielleicht alleine arbeiten, dann kriegt er den ersten Mitarbeiter oder Assistenten, dann kriegt er vielleicht mehrere Mitarbeiter, ist eine Führungskraft, vielleicht als nächstes eine Abteilung und dann eine gesamte Direktion. Und wenn er das alles gelernt hat, wie das funktioniert und eine eigene Idee, kann er auch Unternehmer werden und ein gesamtes Unternehmen führen. Wie du also siehst, gibt es auf der Leiter zum Glück und zum Erfolg keine Möglichkeit, Sprossen zu überspringen, höchstens auf dem Weg nach unten. Aber deine Aufgabe ist es, genau diese Leiter, Sprosse für Sprosse, so zu konzipieren, dass sie dich weder überfordert noch unterfordert. Solche Entwicklungspläne gibt es nirgendwo zu kaufen. Du lernst es auch unwahrscheinlich in der Schule oder an den Universitäten, weil dort selten Menschen sind, die das gemacht haben. Solche Entwicklungspläne bekommst du nur von den Menschen, die das selbst gemacht haben und auch gegenwärtig machen. Also such dir Mentoren und Coaches, such dir Berater in deinem Umfeld und Freunde, die dich begleiten. Und ja, du wirst nicht einmal dich nur hinsetzen müssen und so einen Plan machen, sondern du wirst einmal dieses Modell entwickeln, einen Lernplan entwickeln und dann Monat für Monat nachsteuern, justieren, bis du auf Kurs bist. Aber selbst wenn du mit dem Schiff unterwegs bist und auf Kurs bist, gibt es Abweichungen. Das heißt, du brauchst also hier einen Mentor, Coach über Wochen, Monate und Jahre, der dich begleitet. Ich selbst spreche da aus eigenen Erfahrungen. Ich habe mindestens immer 3, 4 oder 5 Coaches und Berater, die mich begleiten. Und genau dazu möchte ich dich einladen, dass du zunächst einfach mal deinen Kurs korrigierst, deinen Status bestimmst und feststellst, bist du überfordert oder unterfordert. Der nächste Schritt ist dann, die Korrektur einzuleiten. Das heißt, sag zu deinem Chef, du möchtest mehr Verantwortung oder gründe ein eigenes Unternehmen. Auf der anderen Seite aber stelle auch sicher, dass du die Kompetenzen erwirbst, wenn du zurzeit überfordert bist. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, diese Korrektur nicht nur herbeizuführen und zu analysieren, sondern auch systematisch umzusetzen, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr auf deinen Lebenserfolg im besten Glück zu gestalten, dann hast du die Möglichkeit, jetzt ein kostenfreies Erstgespräch zu vereinbaren. Denn wir haben nicht nur gute Berater, sondern auch professionelle Coaches bei uns im Team, die dich gerne dabei begleiten. Gerne kannst du jetzt aber auch das Video mit Daumen hoch liken und den Kanal abonnieren, damit du über das nächste Video gleich mit als Erster informiert wirst.